Haben wir Menschen eine Seele, ja oder nein? Das ist eine Frage, auch wieder eines der faszinierendsten Fragen, die es gibt, meiner Meinung nach. Und in diesem Podcast wird es darum gehen, was ist eigentlich genau die Seele? Welche Eigenschaften hat die Seele, wenn es die doch gibt? Aus was besteht die Seele? Kann man die Seele irgendwie fassen und greifen? Aus welchen Parteien besteht die Seele? Also welche Pole gibt es in unserer Seele? Und zu guter Letzt, wie können wir das mit Träumen vergleichen? Welche Rolle spielen Träume in Bezug auf das Thema Seele? Diese und weitere Themen direkt nach dem Intro. Assalamu alaikum und Servus, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Wie schon im letzten Podcast angekündigt, wird es in dieser Woche um das Thema Seele gehen, um die menschliche Seele, aber auch die Seele von Tieren. Welche Unterschiede gibt es da? Und ich finde, das ist eins der faszinierendsten Themen, die im Islam erwähnt werden und auch eins der komplexesten und ja, mysteriösesten Themen. Und deswegen dachte ich, reden wir heute mal über dieses spektakuläre Thema. Denn das Besondere ist, jede Religion glaubt an irgendeine Form von Seele, ja? Seien es die monotheistischen Religionen als auch die Naturreligionen. Und das Witzige ist, viele Atheisten, die an gar keinen Gott glauben, selbst die glauben, dass es aber irgendeine Form von Seele geben muss, dass wir nicht limitiert sind auf dieses körperliche Etwas, was wir mit uns rumschleppen im Alltag, ne? Und deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr auf das Thema eingehen. Aus was besteht die Seele? Wie kann man sich das irgendwie vorstellen? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Zu verstehen, die Eigenschaften der Seele, eins der wichtigsten Eigenschaften, die wir in den islamischen Lehren feststellen, ist, dass die Seele unsterblich ist. Warum? Weil sie hat etwas Göttliches. Der Koran sagt, beziehungsweise Allah sagt im Koran, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Der sagt quasi, dass er zu Adam die Seele, quasi ein Teil von, also wie soll ich sagen, ein Teil seiner Seele in ihm eingehaucht hat. Das heißt, diese Seele, die Adam bekommen hat, und die wir Menschen jetzt alle mit uns rumtragen, das ist etwas Göttliches. Also es ist definitiv ein Produkt, ja. Also es ist nicht genau das Gleiche aus das, was Gott besteht, obwohl das auch wieder falsch ausgedrückt ist, weil Gott besteht aus nichts. Das würde ihn schon wieder limitieren, wenn er aus etwas bestehen würde. Die Seele ist ein Produkt, ja. Aber es hat definitiv etwas Göttliches an sich, nämlich, dass es unsterblich ist, ja. Und da sagt quasi der Koran, dass Gott die Seele eingehaucht hat in Adam, ein Stück von sich selber, wenn man es mal ganz salopp ausdrücken möchte. Das heißt, die Herkunft von unserer Seele stammt direkt von Gott ab und hat somit die Eigenschaft, dass es unsterblich ist. Ja? Und das Witzige ist, daran glauben auch wieder alle Religionen. Also alle Religionen, auch die Menschen, die jetzt an keine Religion zugehörig sind, aber an eine Seele glauben, die glauben dennoch, dass die Seele unsterblich ist und dass sie nach dem Tod weiterlebt in irgendeiner Form. Das finde ich wieder faszinierend, dass es religionsübergreifend ist. Was ich auch rausgelesen habe in den Überlieferungen und so weiter, auch im Koran, dass die Seele nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Wir hatten das in einem Podcast, wo es um Thema Gott ging, dass Gott eine Art Bewusstsein ist. Und Bewusstsein ist außerhalb von Raum und Zeit. Gott, der Schöpfer, der das gesamte Universum erschaffen hat, er muss außerhalb von Raum und Zeit sein. Das heißt, Raum und Zeit sind sein Produkt. Er kann nicht davon beeinflusst werden. Er kann nicht in diesem Spiel, sage ich immer, der Programmierer kann nicht im Spiel drin sein. Ja? Das heißt, er ist außerhalb davon. Und die Seele, die ja auch ein Teil von ihm ist, ist auch außerhalb von Raum und Zeit. Und wie kann man das verstehen? Oder wo gibt es denn Indizien, die das zeigen? Ein Beispiel sind die Überlieferungen, die sagen, was ab dem Moment des Todes passiert. Wenn wir mal in den Vorträgen und Podcasts, oder ich glaube die Vorträge waren es über das Thema Tod,
anschauen, da gibt es Überlieferungen, die sagen, sobald der Mensch stirbt, hören Raum und Zeit so wirklich auf. Ja? Zeit kann unterschiedlich langsam oder schnell vergehen für diese Person, die das spürt. Ein Tag kann sich anfühlen wie 500 Jahre Qual oder 500 Jahre Leid. Diese bekannte Überlieferung von Jesus gibt es da in dem Beispiel. Das heißt, Raum und Zeit hört auf. Auch der Raum. Viele Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, berichten, dass sie an mehreren Orten gleichzeitig waren. Sie konnten überall gleichzeitig sehen und empfinden und wahrnehmen. Das heißt, diese dreidimensionale Welt, an die wir gebunden sind, dieses Vergehen von Zeit und dass man nur an einem Ort sein kann, das hört in dem Moment auf, sobald man stirbt. Das heißt, die Seele hat den Charakter, dass sie nicht gebunden ist an Ort und Zeit. Genau wie Gott selber. Und ein weiteres Beispiel kennen wir alle, sind Träume. Zu dem werde ich nochmal später kommen. Aber Träume haben den Effekt, dass die Zeit unterschiedlich vergeht. Manchmal können sich ein Nickerchen, ein Mittagsschlaf anfühlen wie 2 Tage träumen. Und manchmal kann sich eine ganze Nacht Schlaf anfühlen wie 10 Minuten. Ja? Deswegen, das finde ich faszinierend, dass Gott uns da schon so gefühlt Dinge hinterlassen hat, mit denen wir uns, die wir tagtäglich haben, wie zum Beispiel Träume, und mit denen wir das Thema ein bisschen besser verstehen können. Das heißt, die zweite Eigenschaft der Seele ist genau wie Gott erstmal unsterblich und außerhalb von Raum und Zeit. Was auch besonders ist als Eigenschaft der Seele, sie hat ein gewaltiges Potenzial. Sie hat eine gewaltige Größe, eine gewaltige Stärke und Macht, die man so nicht begreifen kann. Wie kann man sich das vorstellen? Also Gott sagt ja, dass er den Menschen zum Ashraful Makhlurat gemacht hat, quasi das Beste seiner Schöpfung. Aber warum? Unser Körper kann es ja schon mal nicht sein. Ja? Es gibt Tiere, die haben einen besseren Körper, stabileren Körper. Ein Gorilla hat viel mehr Power. Gewisse Tiere können besser in der Nacht sehen. Das heißt, unser Körper ist zunächst einmal nichts Besonderes. Warum sagt Gott, es ist Ashraful Makhlurat? Warum sagt Gott den Engeln, die sollen sich vor Adam verneigen? Erst nachdem er die Seele eingehaucht hat. Ja? Davor war es ein Stück Erde oder ein Stück Fleisch. Ja? Materie, also wirklich unbedeutend. Aber sobald die Seele in ihm eingehaucht wurde, dann sagt Gott, verneigt euch vor ihm. Weil diese Seele ist etwas, wie kann man sich eine Seele vorstellen? Eine Seele ist quasi wie ein Gefäß. Es hat ein gewisses Potenzial, sich zu entfalten. Wir Menschen haben beispielsweise eine Seele, die Dschinn haben eine Seele, die Tiere haben eine Seele. Und diese ganzen Lebensformen haben unterschiedliches Potenzial, Weisheit zu erlangen, sagen wir es mal so. Beispielsweise eine Ameise wird niemals das geistige Potenzial von einem Delfin erreichen, ja? Weil die Seele quasi von einem Delfin ein viel größeres Gefäß hat. Die Dschinn haben viel größeres Gefäß, viel mehr Potenzial als beispielsweise ein Delfin. Und bestimmt gibt es noch da draußen irgendwelches außerirdisches Leben, was vielleicht auch eine Seele hat, ja? Und vielleicht technisch uns um Lichtjahre voraus sind, aber das Wesen mit dem größten Potenzial sind wir Menschen. Es sind wir Menschen, aus dem ein Imam Ali hervorkommen kann. Es sind wir Menschen, aus dem ein Rasulullah hervorkommen kann, ein Jesus hervorkommen kann. Die Propheten, die wir hatten, die Imame, das sind auch gleichzeitig die Imame und Propheten für die Dschinn. Ja? Wenn ihr mal die Sure Dschinn durchlesen im Koran, versteht ihr, was ich meine. Unser Prophet Mohammed war auch ein Prophet für die Dschinn. Ja? Das heißt, wir Menschen haben genauso eine Seele wie alle anderen Lebensformen auch, nur dass unsere Seele die meiste Kapazität hat zu wachsen, das größte Potenzial, das größte Gefäß hat. Jetzt ist die Frage, wie füllt man dieses Gefäß? Ja, Gott hat uns auf diese Welt geschickt, damit wir diese Seele stärken, diese Seele nähren und mit Weisheit und Wissen füllen. Ja? Und jetzt ist die Frage, wer steht am Ende besser da? Ja? Ein Tier, das vielleicht ein 2-Liter-Gefäß hatte und es 2 Liter voll war? Oder ein Mensch, das ein 10-Kubikmeter-Gefäß hatte und nur 1 Liter drin hat? Ja? Dann hast du es unterm Strich den Test nicht bestanden. Wenn du, obwohl du so ein Riesenpotenzial hast, denselben Stand hattest oder sogar noch weniger als ein Tier. Ja? Was macht ein Tier? Es folgt seinen Trieben. Und viele Menschen machen genau das. Ihr Verstand ist ausgeschaltet. Es geht nur um die Triebe und Bedürfnisse und etc. Um diese ganzen Gelüste und Wünsche, die wir haben. Da gibt es ja die bekannte Überlieferung, wo es heißt, ein Mensch, dessen Verstand über seine Triebe ist, ist wertvoller als ein Engel, ist höher als ein Engel im Rang. Weil ein Engel hat Verstand, aber keine Triebe.
Andersrum, wenn ein Mensch, dessen Triebe über seinen Verstand herrschen, dann ist er schlimmer als ein Tier. Weil ein Tier hat keinen Verstand, den wir Menschen haben, aber es hat Triebe. Und wenn ein Mensch seine Triebe über seinen Verstand legt, dann ist er einfach nur dumm. Ja? Dann ist er schlimmer als ein Tier. Ja? Das heißt, diese Seele ist der Grund, wieso wir hier sind. Es ist unglaublich mächtig. Die Überlieferung sagt, dass die Seele größer als das gesamte Universum ist. Imam Hussein wurde mal gefragt, warum haben wir Menschen überhaupt einen Körper? Ja, wenn die Seele doch so krass und fett und mächtig ist, warum hat uns Gott nicht direkt quasi mit dieser Seele getestet, irgendwo in der Luft? Ja? Warum hat er uns in diesen Körper gesteckt, der krank werden kann, der klein ist, der verwundbar ist? Und dann sagte der Imam, was sehr, sehr schön ist, meiner Meinung nach. Er sagte, wenn wir Menschen nur reine Seele wären, dann würden wir denken, wir sind selber Götter. Ja? Wir würden denken, wir sind selber Götter. Weil die Seele so faszinierend, so mächtig, so makellos und so lupenrein ist. Und damit wir nicht arrogant werden, hat uns Gott in einen kleinen Körper gezwercht, ja? Der kaputt gehen kann, der verwest, der voller Unreinheit ist, der krank werden kann, der sich was brechen kann. Damit er sieht, hey, du hast eine wertvolle Seele, es ist ein Diamant, es ist was unglaublich Reines in dir drin. Aber damit du hier lernst in dieser Welt, weil dafür hat uns hergeschickt, Gott zu erkennen, ihm zu dienen, unsere Seele zu stärken. Dafür müssen wir unser Ego runterschrauben. Und dennoch gibt es trotzdem Menschen, die denken, sie sind selber Gott. Siehe der Pharao, er hat sich auch für einen Gott gehalten. Siehe viele andere Menschen, die so arrogant auf dieser Welt rumstolzieren, als wären sie selber Götter. Und dabei sind sie verwundbar, sind sterblich und das Erste, was verrottet, ist ihr Körper im Grab. Ja? Und dessen müssen wir uns bewusst werden, dass wir in uns drin etwas tragen, was so wertvoll ist, was wertvoller als alles andere ist, so mächtig ist, so gigantisch ist. Aber wir sehen es nicht. Es ist verschleiert durch unseren Körper. Es ist quasi wie so eine Schutzschicht, die uns verbirgt, zu erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind. Aber aus was besteht denn jetzt nun die Seele? Kann man die Seele, ist die Seele irgendeine Materie? Manche sagen, die Seele wiegt irgendwas. Ja? Das weiß ich jetzt nicht, ob da was dran ist oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber aus was besteht die Seele? Um es kurz zu machen, man kann es nicht sagen. Es gibt Überlieferungen, wo die Imame sagen, denkt nicht so viel über die Seele nach, aus was es besteht, weil ihr werdet jetzt nicht draufkommen. Das ist genau wie, wenn man versuchen will, was Gott an sich in seiner Essenz ist. Nicht, was er will oder was seine Eigenschaften von Gott sind, das kann man sehr wohl verstehen. Aber was Gott selber ist, das werden wir niemals verstehen. Und genauso ist es mit der Seele. Wir werden nicht begreifen, was die Seele ist. Das Einzige, wo man die Seele vielleicht noch ein bisschen vergleichen kann, ist Energie. Ja? Weil alles ist Energie. Masse ist Energie. Licht ist Energie, Temperatur ist Energie und wo man die Seele mit am ehesten vergleichen kann, ist eine Art unglaubliche Energie, ein gigantisches Kraftwerk an Energie und Leben. Ja? Und jetzt ist es aber in dieser Welt so, dass Energie kann seine Form ändern. Ja? Beispiel, wir haben Temperatur ist eine Form von Energie, Strahlungsenergie, Lageenergie, Geschwindigkeitsenergie, gibt es unzählige Arten, welchen Zustand Energie annehmen kann. Das ist aber nur in dieser Welt. Unsere Taten, die wir tagtäglich vollbringen, kann man mit Energie vergleichen, weil im nächsten Leben nehmen sie auch unterschiedliche Formen an. Ja? In dieser Welt haben wir vielleicht einen Gedanken oder wir begehen eine böse Tat mit böser Absicht oder wir begehen eine gute Tat mit guter Absicht. All das ist eine Art Energie, die sich irgendwie in der Seele speichert. Und sobald wir sterben, sehen wir diese Tat. Wir sehen diese negative oder positive Energie, die wir fabriziert haben in unserem Leben, in einem gigantischen Ausmaß. Ja? Das ist wie, wenn, keine Ahnung, Licht an sich kann man nicht sehen, wenn es nicht irgendwo drauf scheint. Ja? Jetzt kann man sagen, Licht gibt es nicht. Ja? Aber sobald Licht irgendwo intensiv auf ein Metallstück drauf strahlt, dann kann es zum Glühen gebracht werden und dann siehst du sehr wohl, dieses glühende Metall. Und so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass die Taten, die wir jetzt haben, sowohl gute als auch schlechte, in dieser Welt vielleicht keinen Effekt haben. Du bringst jemanden um, die Sache ist gegessen. Oder du trinkst Alkohol und du denkst, ja, ist schon nichts passiert. Aber den Effekt, den es auf unsere Seele hinterlässt, den siehst du nicht, genau wie diesen Lichtstrahl, der durch die Gegend schwirrt. Aber sobald wir sterben,
nehmen diese Taten eine gewisse Realität an auf unserer Seele. Entweder es äußert sich in einer qualvollen Strafe oder Situation wieder, oder es ist ein Garten des Paradieses, oder es ist irgendwas, was dich im Grab oder im nächsten Leben halt bedrückt. Ja. Das heißt, die Taten, die wir jetzt vollbringen, sind wie Energie. Sie nehmen eine unterschiedliche Gestalt an, je nachdem, also wenn wir sterben. Ne? Und deswegen, unsere Seele ist quasi wie so ein Energiebündel. Und die Taten, die wir machen, haben einen enormen Effekt drauf, auch wenn wir es jetzt nicht verstehen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie, ihr habt sicherlich schon mal in irgendeiner NTV-Doku oder sowas mal eine Doku gesehen oder eine Reportage über solche Kernkraftwerke oder sowas. Ne? Da gibt es das Kernkraftwerk oder das Kohlekraftwerk mit vielen Maschinen und Geräten und dem Reaktor und so weiter. Und irgendwo in der Mitte, im Herzen dieses Kraftwerks, ist meistens die Schaltzentrale. Das ist ein Raum, sagen wir 100 Quadratmeter, hat keine Fenster. Und wenn man reingeht, das sind dann lauter Schalter und Knöpfe und Hebel und Anzeigen. Wenn ihr jetzt da ein Kind reinlasst, das von nichts eine Ahnung hat, was wird es machen? Es wird auf irgendwelche Knöpfe drücken und es wird überhaupt keinen Effekt spüren. Naja, ob es jetzt einen roten Knopf drückt oder einen blauen, es passiert in dem Raum jetzt direkt nichts. Ja? Es passiert nichts. Und wenn ihr jetzt sagt, drückt den blauen und nicht den roten, würde ich sagen, ja warum denn? Egal welche ich drücke, es passiert nichts. Und genauso ist es in diesem Leben auch. Jetzt kommt dieses Kind und drückt auf diese Knöpfe, es sieht aber nicht, dass im Hintergrund das Kraftwerk gerade in die Luft fliegt. Ja, dass es einen Super-GAU und eine Kernschmelze gibt. Das sieht es ja nicht. Erst wenn es diese Tür von diesem Kernreaktor, von diesem Reaktor, von der Schaltzentrale aufmacht und hinausgeht, dann sieht es erst, dass dieses Kraftwerk in Flammen steht. Und genauso ist es mit unserer Seele auch. Wir denken, wir trinken jetzt Alkohol, aber passiert ja nichts. Wir machen diese Sünde, wir hören etwas Falsches, wir sehen etwas Falsches und denken, ja, ist ja nichts passiert. Ja, Einstein, du bist gerade auch in diesem Raum, wo du gar nicht merkst, was mit deiner Seele passiert, was mit diesem Kernkraftwerk in dir gerade passiert. Sobald diese Seele diesen Körper verlässt und du die Realität dieser Welt siehst, dann erkennst du, dass dein Kraftwerk in Flammen steht. Da gibt es eine sehr schöne Überlieferung von Imam Sadr, wenn ich mich nicht irre, oder Imam Reza. Spielt keine Rolle, weil im Endeffekt kommen sie vom selben Licht, diese Menschen, und tragen dieselbe Message. Kam ein junger Mann zu ihm und hat ihn dann gefragt, oh Imam, ihr seid ja Ma'asum, ihr seid ja unfehlbar, wie der Prophet. Wollt ihr keine Sünden machen oder könnt ihr keine Sünden machen? Das ist eine sehr gute Frage. Viele denken, diese Imame konnten keine Sünden machen, weil sie so perfekt waren. Dann sagt der Imam, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Dann nimmt er den jungen Mann an der Hand und geht mit ihm in irgendeine Gasse in der Stadt, wo die Hunde gepinkelt hatten, wo es übelst gestunken hat, wo Müll auf dem Boden lag und die Metzger ihren Müll da hingekippt haben in die Straße. Es war ein Gestank des Grauens. Dann sagte der Imam was Schönes. Könntest du dir vorstellen, egal wie hungrig du bist, könntest du dir vorstellen, von diesem Zeugs zu essen? Könntest du dir vorstellen, wenn du richtig Hunger hast, hierher zu kommen, eine Handvoll Fäkalien in die Hand zu nehmen und zu essen? Und dann sagte der junge Mann, um Gottes Willen, was ist das für eine Frage? Niemals, das kommt nicht mal in den Gedanken, sowas zu machen. Und da sagte der Imam, genauso ist es für uns, Ahlul Bayt, mit Sünden. Wir sehen die Realität dieser Tat. Aber der Teufel hat euch so manipuliert, dass ihr denkt, das ist Honig. Ja? Wenn ihr Hunger habt, dann kommt ihr und fresst es wie sonst was. Aber ihr seht nicht die Natur dieser Tat auf der anderen Seite. Ihr seht nicht, was ihr mit diesem Kraftwerk anrichtet. Ich schon. Deswegen, egal wie sehr ich Triebe, Bedürfnisse, sonst was habe, ich komme nicht mal auf den Gedanken, eine Sünde zu begehen, weil ich die Natur verstanden habe. Und so ist es mit uns ja auch. Ja? Für viele Muslime ist es ein Klacks, keinen Alkohol zu trinken. Egal wie sehr man Durst hat, man kommt nicht mal auf den Gedanken, zum Aldi zu gehen und eine Bierflasche zu nehmen. Ja? Ich denke, die meisten können sich damit identifizieren. Also ich selber bin noch nie auf den Gedanken gekommen, irgendwie, wenn ich Durst habe, einen Krombacher aufzumachen. Ja? Oder irgendein anderes Alkohol. Und das finde ich halt, so sollten wir aber bezüglich jeder Sünde denken. Ja? Wie sieht es aus, wenn wir auf einmal eine hübsche Frau sehen oder einen hübschen Mann? Gucken wir gleich hinterher. Wenn wir, keine Ahnung, unsere Bedürfnisse uns überwinden. Wenn wir, weiß nicht, so viele Dinge. Es gibt ja tausende von Sünden, die man machen kann. Wie sehen wir das in dem Moment?
Und oftmals wissen wir, es ist eine Sünde, aber wir haben trotzdem ein Bedürfnis danach und machen es trotzdem. Weil wir nicht verstanden haben, was es für einen katastrophalen Effekt auf unsere Seele hat. Und erst wenn wir sterben und den Löffel abgeben, sehen wir erst, was mit unserer Seele passiert ist. Das heißt, jede Tat, die wir begehen, hat einen enormen Hebeleffekt. Es ist ein gigantischer Hebeleffekt. Jede kleine Tat und jede noch so große Tat hat einen gigantischen Effekt und unendlichen Effekt auf unsere Seele im nächsten Leben. Aus welchen Parteien besteht nun die Seele? Ist die Seele einfach nur irgendein Energiebündel oder hat sie irgendwelche Charakter, in Anführungsstrichen, Eigenschaften? Und es gibt ein sehr, sehr mächtiges Buch, das sind ca. 1400 Seiten, unglaublich schwer zu lesen. Ich habe es nur auf Arabisch und auf Persisch gefunden und auf Persisch gelesen. Das heißt Mi'raj al-Sa'deh von Mullah Ahmad Naraqi. Und in diesem Buch seziert er alle Emotionszustände, die ein Mensch haben kann. Wut, Neid, Trauer, Eifersucht, Freude, Liebe, Hass etc. Und sagt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wie kann man es kontrollieren, wie kann man es gut einsetzen, wie kann es ausarten. Und er beschreibt aus den Überlieferungen der Ahlul Bayt, vielleicht mache ich da mal einen separaten Vortrag drüber, ich gehe jetzt etwas kürzer darauf ein, aus welchen Parteien und Polen quasi die Seele besteht. Und er sagt, es besteht aus 4 Polen. Der mächtigste und wichtigste ist der Verstand. Ja, der Verstand ist quasi der König, es ist die beste Schöpfung, die Gott erschaffen hat. Und der Job dieses Verstandes ist es, die Triebe zu kontrollieren, die anderen 3 Pole zu kontrollieren, denn die Richtung vorzuweisen. Und der Verstand liebt die Weisheit, aber es hasst die Dummheit. Ja? Das ist die Eigenschaft von diesem König, von diesem Verstand. Auf der anderen Seite gibt es die Triebe. Das ist der zweite Pol. Es ist quasi wie so ein dummer Esel. Ja? Es will einfach nur gefüttert werden. Es möchte einfach nur befriedigt werden. Und ist auch wichtig, weil dieser Esel muss den König von A nach B bringen. Das ist ein Reittier. Wir brauchen diese Bedürfnisse und Triebe. Ja, wie essen, trinken, schlafen etc. Wenn wir das nicht hätten, würden wir sofort sterben und der Test wäre vorbei. Das heißt, wir brauchen diese Triebe. Aber wenn man diesem Esel, diesen Trieben die Kontrolle überlässt, dann artet es aus. Dann wird er unersättlich. Und das trifft leider auf die meisten Menschen auf dieser Welt zu, die nur ihrem inneren Schweinehund folgen. Immer diesem Trieben folgen. Und darum geht es ja auch unter anderem im Monat Ramadan, was jetzt bald ansteht, dass wir lernen, diesen König über diese Triebe zu setzen, dass er entscheidet, wann was gegessen wird, wann geschlafen wird, wann wo dies und jenes. Ja? Das heißt, auf der einen Seite haben wir Verstand und die Triebe. Es gibt noch eine dritte Partei, die sehr gefährlich ist, nämlich unsere Fantasie und unsere Wünsche und unsere Illusionen. Ja? Man kann sich das vorstellen, diese Vorstellungen, die man hat, diese Wünsche, ach, ich wäre gern berühmt, ich wäre gern mächtig, ich wäre gern hübsch, ich wäre gern so, ich wäre gern CEO von sonst was. Diese Visionen und diese Vorstellungen, die jeder hat, die auch irgendwo gut sind, aber auch wieder ausarten können, das ist die Tür für Shaitan. Shaitan kommt über diese Tür am meisten. Ach, stell dir mal vor, du wärst berühmt. Stell dir mal vor, du wärst es. Stell dir mal vor, die Mädels würden dich anhimmeln. Stell dir vor, stell dir vor, stell dir vor. Und über diesen Kanal manipuliert er die gesamte Seele. Über diese Wünsche und Hoffnungen und diese Ziele, die wir uns stecken, die aber uns vom wahren Weg ableiten. Du kannst dir gute Ziele stecken, ja, das ist kein Problem. Aber diese Partei der Seele hat die Eigenschaft auszuarten und seinen eigenen Interessen nachzugehen und den Verstand komplett außer Acht zu lassen. Und da müssen wir enormst aufpassen, dass wir unseren Illusionen, unseren Vorstellungen, dass diese Dunja so perfekt ist, nicht drauf reinfallen. Darum ging es ja auch in dem letzten Podcast, dass diese Dunja, dieses Leben sehr, sehr, sehr illusorisch ist und immer den Anschein gibt, es ist alles perfekt und glänzend. Dabei ist es so nicht. Ne? Und die letzte Partei der Seele, die vierte, ist die Wut, der Zorn. Es ist eine eigene Partei der Seele. Und diese Partei ist unglaublich mächtig. Und es kann sehr schnell außer Kontrolle geraten. Es ist wie so ein Pitbull. Ja? Es will beißen, es will schlagen, es will prügeln. Und wenn man nicht lernt, wenn der Verstand, dieser König, diesen Pitbull nicht im Griff hat, dann kann es ausarten. Dann gibt es Stress. Und das ist wiederum bei den meisten Menschen so. Das heißt, die meisten Menschen, wenn man sich überlegt, der Verstand ist eigentlich ganz unten, und die Seele wird regiert von den Trieben, von dem Wut, von diesem Pitbull oder von diesem Soldaten und von diesen Wünschen und Träumen und Hoffnungen. Und wer am Ende auf der Strecke bleibt, ist der König, der Verstand. Und das ist genau das, was die Überlieferungen sagen. Sobald die Triebe und auch die anderen Sachen über dem Verstand sind, dann ist man schlimmer als ein Tier.
Aber wenn man es schafft, diesen König über diese anderen drei Parteien zu setzen, dann ist man besser und weiter als ein Engel. Und dieser Wutaspekt in der Seele hat aber auch einen gewaltigen Vorteil. Es ist quasi wie der Bodyguard. Ja? Wenn man es schafft, ich glaube, dazu muss ich, also wenn ihr wollt, schreibt es in den Kommentaren, dann mache ich da vielleicht mal einen separaten Vortrag über diese Parteien der Seele, wie man sie einsetzen kann, um gegen Shaitan anzukommen, wie man sich selber, wie soll ich sagen, diese Pole reflektieren kann. Schreibt es in den Kommentaren, dann mache ich da mal einen separaten Podcast drüber. Aber dieser Soldat ist quasi, also du kannst ihn einsetzen wie ein Soldat, der die gesamte Seele schützt vor negativen Einflüssen. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert für manche zu verstehen, gebe ich zu, habe auch lange gebraucht, um es zu verstehen, aber ich finde es eines der faszinierendsten Themen, diese vier Aspekte der Seele zu begreifen und wie gesagt, vielleicht mache ich da mal einen Podcast drüber. Das heißt, diese vier Parteien haben wir, die Triebe, den Verstand, die Illusionen und das Thema Wut. Und die geht es zu kontrollieren. Und was ich in meinen, also ich sage es mal so, ich habe das nirgends als Überlieferung gelesen, dass es so ist. Das ist meine Interpretation, also Disclaimer, das ist so meine Auffassung, wie ich das verstanden habe, die Überlieferung über das Thema Seele und Körper. So wie ich es verstanden habe und so rauslesen konnte, haben wir gefühlt zwei, sagen wir mal, Festplatten. Ja? Wir haben unseren Verstand, das ist unser Gehirn, ja, das ist quasi wie die irdische Festplatte. Und wir haben einen Verstand, eine Festplatte, das ist quasi unsere Seele. Ja, das ist quasi wie die Cloud. Ja? So wie ich es verstanden habe, kann etwas hier im irdischen Verstand drin sein, aber noch nicht abgeloadet sein auf die Seele, auf das Unterbewusstsein. Ja? Wo mache ich das fest? Ich habe schon oft Überlieferungen gelesen, dass die Menschen ein Leben lang gläubig waren, etc. waren, aber im Moment, wo sie im Grab gelegen haben und befragt wurden, alles vergessen haben. Die wussten nicht mal, wer ihr Prophet ist, sie konnten nicht mal die Namen nennen. Wie kann es sein, dass du etwas so lange wusstest und dann auf einmal nicht mehr weißt? Und ein Beispiel, das wir alle kennen, sind wieder das Thema Träume. Ja? Jeder von uns, wenn man schläft, kann man sich an Dinge erinnern, an die man sich im Wachzustand nicht erinnern kann und andersrum. In der Regel, sobald man aufwacht, kann man sich nicht erinnern, was man geträumt hat. In der Regel. Ja? Das ist quasi wie ein separater Verstand. Dann gehen wir von der Cloud auf einmal auf die physische Festplatte hier oben. Und oftmals ist es so, wenn man träumt, weiß man auch nichts über den Wachzustand. Ja, wenn ihr gerade am Schlafen seid, weiß man in der Regel nicht, was man letzte Nacht zu Abendessen hatte, im Wachzustand. Das heißt, es sind wie zwei separate Festplatten und auf jedem ist so ein gewisses Wissen. Und ich denke, es geht darum, dass wir das, was wir tagtäglich lernen, sehen, auf die untere Festplatte holen, das Wichtige. Und es gibt doch zum Beispiel eine Dua, die heißt Dua Adila. Da geht es darum, dass wir Menschen... In dieser Dua wird man, da redet man sich immer und immer wieder ein. Gott ist, Allah ist mein Gott, Mohammed ist mein Prophet, etc., etc. Dass es in das Unterbewusstsein hineinsickert, dass man es immer und immer wiederholt. Das ist auch der Grund, warum wir fünfmal am Tag beten. Dass wir fünfmal am Tag uns sagen, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott. Ich werde sterben, es gibt eine Abrechnung, am Tag der Abrechnung. Dass wir das so oft in uns sagen, dass es auf die Festplatte in unserer Seele herabgespeichert wird. Ja, um es ganz simpel zu sagen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir so oft im Islam diese Wiederholungen haben, die so trivial in Anführungsstrichen erscheinen. Und deswegen viele Leute sagen, ach, du musst einfach nur glauben und ein gutes Herz haben. Nein, weil nur durch Wiederholung schaffst du es, das runterzuladen auf deine Seele, um es auch auf die andere Seite mitzunehmen. Ja. Das kennt ihr alle, wenn man mal einen Tag lang nur eine Sache gemacht hat, nur PlayStation gezockt hat, nur gearbeitet hat, dann träumt man in der Regel auch direkt am Tag danach oder am Abend davon. Weil es so wiederholt wurde, dass es in dein Unterbewusstsein hineingesackt ist. Und so stelle ich das persönlich mir auch vor, dass wir im Endeffekt diese Dinge, die wir lernen über Spiritualität, dass wir sie so oft wiederholen müssen, dass sie in unser Unterbewusstsein, in die Seele gespeichert werden, dass sobald wir quasi sterben, das auch mitnehmen, ja, sobald wir auf der anderen Seite sind, uns auch an diese ganzen Dinge erinnern können. Generell finde ich das Thema Träume so faszinierend, weil über das Thema Träume kann man sehr viel über seine Seele herausfinden und wie die Seele funktioniert und interagiert und
was es da für gewisse Zusammenhänge gibt. Und ich finde, die Fähigkeit, dass wir überhaupt träumen können, ist was sehr, sehr, sehr Faszinierendes. Ja? Und darum wird es auch in dem nächsten Podcast gehen. Was sind eigentlich Träume? Warum träumen wir überhaupt? Was können wir aus Träumen lernen? Und wie kann man Träume und das Leben danach und den Tod irgendwie verstehen und in Einklang bringen? Was haben diese Dinge miteinander gemeinsam? Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei dem Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend und einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, lasst einen Daumen hoch, ein Abo, volles Programm, wie immer. Und genau, Assalamu alaikum und Servus.